Sodele, liebe Community. Damit herzlich willkommen zurück zu Paw Patrol Grand Prix. Wir machen unseren Marshall-Durchgang weiter. Rennen, Abenteuer, ja! Ja, das wissen wir schon. Jetzt beim zweiten Durchgang mal gucken, was kann ich jetzt noch anpassen. Gute Wahl! Pass deine Spielfigur an. Ja, der Kegel, der gefällt mir nicht. Aber ich wollte eigentlich im zweiten Durchgang die Melone machen. Aber dadurch, dass wir jetzt hier noch hier die Pflanzen freigeschalten haben, den Kranz. Ich nehme mal den Kranz. Irgendwie sieht der witzig aus. Ja, Skins, Standard, den. Oder, der goldene, der war noch nicht. Das war also für ein anderes Fahrzeug. Okay. Schade. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt im zweiten Durchgang hier den Standard-Marshall. Das war alles ein bisschen anders machen. Das gleiche würde ich sagen hier auch. Hier ist noch nichts weiter freigeschalten. Dann würde ich sagen, ja, Standard mag ich nicht so. Ich würde sagen, dann nehmen wir mal Feuerwerk. Passt ja auch zur Feuerwehr. Als Dings nehmen wir den diesmal. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier mit dem Gletscher-Freestyle den Rest der Meisterschaft bis hinten hin wieder durch. Dann wisst ihr Bescheid. So, aufpassen, dass ich die richtige Strecke auswähle. Das Rennen auf Platz 3. Starte das Rennen. Ja, wir bleiben bei normal, würde ich sagen. Aber so haben wir wenigstens ein kleines bisschen Abwechslung, ne? Mit den Anpassungen und so, wenn ich da die Videos auch immer auf zwei teile. Weil ich hab's ja beim allerersten, ich glaube, das habe ich bei Chase aber auch schon mal gesagt, ich hab's ja beim allerersten Rider-Video versucht in einem Durchgang, deswegen war das erste Rider-Video, das angezockt, auch so lange. Und das zweite Video von Rider war dann doch relativ kurz. Und deswegen versuche ich halt jetzt seit dem Chase-Durchgang das zu halbieren, dass wir einmal 8 Rennen fahren und einmal 9 Rennen fahren quasi. Oder 9 und dann 8, ist ja egal welche Reihenfolge, aber deswegen versuche ich die Durchgänge immer auf zwei Parts halt aufzuteilen. Ich meine, das hätte ich euch bei Chase auch schon mal mitgeteilt. Und wenn nicht, dann wisst ihr jetzt Bescheid, warum ich das auf zwei aufteile. Ich merke mir auch nicht alles. Deswegen, da ja auch nicht jeder jede Videos guckt, kann es auch nicht schaden, wenn ich manchmal in ein, zwei Videos danach nochmal das gleiche quatsche. Kann manchmal auch nicht schaden, weil ja nicht jeder jedes Video guckt. Ja, los! Wubble? Dann kommt er noch nicht mal vorbei. Nee, ist klar. Bereit oder nicht? Ich starte durch. Bereit oder nicht? Ich starte durch. Ja, weil, ja, Marshall, du hast bereit zu sein, sagen wir mal so. Ja, ja, nicht du machst das schon. Ich mach das schon. Ich muss dich steuern, Marshall. Ich mach das schon. Ah, Mann, herrlich. Ja, die Sprüche, also wenn man das Spiel 2-3 Stunden am Stück spielt, dann sind die Sprüche schon nervig. Aber wenn man das jetzt mal, ein Durchgang dauert ja knapp eine Stunde plus minus, eine Stunde 5, Stunde 10, keine Ahnung, was war das erste, der erste Part von dem Durchgang ist wieder 34 Minuten. Jetzt werden wir nochmal so knappe halbe Stunde, schätze ich mal, unterwegs sein. Also etwas über eine Stunde dauert ein Durchgang und mal eine Stunde alle paar Tage mal, das geht. Also ihr könnt das Spiel theoretisch an einem Tag platinieren. Ihr müsst 10 Durchgänge spielen, das werden knapp über 10 Stunden. Oh, also ich sag mal, Kinder, die am Tag nur 1-2 Stunden spielen sollten oder dürfen, die haben schon ihren Spaß daran. Ja, und Erwachsene müssen es halt selber wissen. Können sie die nervigen Sprüche ab, stellen sie vielleicht auch das Audio einfach auf 0 runter, wenn sie die Sprüche alle kennen. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, wie man das umgehen kann. Und Erwachsene teilen sich das wahrscheinlich dann auf 2 Tage auf und dann ist die Platin ja relativ gut machbar. Also, wie gesagt, wer was für seine Kinder sucht, kann ich es empfehlen, hier Paw Patrol Grand Prix. Wer einfach nur relativ einfache Platin sucht, die innerhalb von knapp 11 Stunden, würde ich mal sagen, 10-11 Stunden machbar sind, dem kann ich das empfehlen. Und wer einfach eine Mario Kart Alternative sucht, weil es Mario Kart auf der Konsole nicht gibt, also wer eine Alternative dazu sucht, dem kann ich es auch empfehlen.
Und bei allen anderen freue ich mich einfach, dass sie, ja, dass sie einfach mal eventuell reingeschaltet haben. 3, 2, 1, los! Bereit für ein heißes Rennen! Ich mach das schon! Ich hab's! Ich hab's! Bereit oder nicht? Ich starte durch! Ja, an der Stelle sollte man nicht unbedingt den Turboreifen benutzen. Das habe ich schon im ersten Rennen gemerkt, weil es ist ja wieder die Strecke vom ersten Rennen, nur diesmal bei Nacht. Auf geht's, los, los! Was sagte der Maurer von der ersten Runde? An dieser Stelle bestenfalls kein Turbo nehmen. Und was hat er gemacht? Er hat ihn wieder an der gleichen Stelle genommen. Wieder in dieser Schikane. Ah. Also, ab und zu ist auch der Maulwurf nicht Lernresistenz. Ab und zu. Auf geht's! Los, los! Ich hab's! Noch eine Runde! Ich bin super aufgeregt! Aber ist ja auch nicht schlimm, dann habt ihr wenigstens was zu lachen. Ich mach das schon! Und dafür dient das Ganze ja, zur Unterhaltung, dass ihr was zu lachen bekommt. Oder ihr sagt euch, das ist zwar eigentlich überhaupt nicht mein Projekt, überhaupt nicht mein Spiel, aber ich möchte Maurer trotzdem gerne mit meinem Like und Abo unterstützen, dann würde ich mich trotzdem darüber freuen. Auch wenn ihr es nur wegen mir macht und nicht wegen dem Spiel. Oder umgekehrt, nur wegen dem Spiel und nicht wegen mir. Also wie rum ist mir eigentlich egal. Ich freue mich über jegliche Form der Unterstützung, so gut es geht, weil es ist ja völlig kostenlos und für euch nur ein Klick. Toll gemacht. Du hast das nächste Rennen. Zeit zum Schieb. Drei, zwei, eins, los! Bereit für ein heißes Rennen! Auf geht's! Los, los! Bereit oder nicht? Wir werden ich starte sehen, durch! Die Beste ist Bürgermeisterin Gutherz. Ich mach das schon! Nimm das, Fortitude! Auf geht's! Los, los! Ich freue mich schon wieder auf den Winter. Wenn ich hier den Schnee sehe, ich freue mich echt schon wieder auf den Winter. Ich bin ehrlich, ich bin echt ein Winterkind. Jetzt kommt erstmal eine der ekelhaftesten Jahreszeiten, die ich nicht so geil finde. Jetzt kommt dann erstmal jetzt der Herbst. Der Herbst ist immer nass kalt. Und das Nasse ist ja eine andere Kälte als im Winter. Also im Winter die Kälte, die macht mir persönlich eigentlich... Ihr wisst, was zu tun ja, nicht immer nichts aus, das wäre gelogen. Noch eine Runde. Kommt ja auch immer drauf an, wie klörekalt es ist. Ich würde mich halt freuen, wenn wir mal wieder einen Winter mit richtig viel Schnee hätten. Mit viel Eis muss er nicht sein, wegen den Autofahrern, dass es dann Blitzeis gibt und
auch unter den Schneedecken dann Eis. Ja, ich sag mal, das muss ja nicht unbedingt sein. Die Leute sollen ja auch alle, oder wir müssen ja auch alle zur Arbeit kommen. Also von daher, das muss nicht sein. Aber ich würde mich mal wieder freuen, wenn wir mal wieder ein paar Tage richtig schön Schnee bekommen würden. Erstens, weil ich Schnee mag und zweitens auch für die Kinder. Ich würde mich schon echt freuen. Aber jetzt, was ich sagen wollte mit dem Herbst, das ist halt so die nasskalte Jahreszeit. Weil das ist wieder eine andere Nässe, eine andere Kälte als dann im Winter halt. Deswegen, ja, keine Ahnung. Wie ich immer sage, ich bin kein guter Erklärbär, also finde ich. Also ich tue mir immer sehr schwer, da irgendein Thema dann, auch wenn ich es manchmal selber schuld bin und das so komisch anschneide, ich tue mir da mal sehr schwer, dann zu einem Punkt zu kommen, schweife da manchmal auch wieder ab und so. Aber ich denke mal, die meisten von euch, die wissen, worauf ich hinaus wollte und was ich meine. 3, 2, 1, los! Ich bin bereit für ein heißes Rennen. Ich mach das schon. Verflix doch mal. Bereit oder nicht, ich starte durch. Verflix doch mal. Das ist Konfetti, Marshall. Das tut doch nicht weh, Mensch. Das ist nur Konfetti. Sowas tut Konfetti tut doch nicht weh. Na komm, diesmal fahren wir alle drei Runden hier unten lang. Ich bin super aufgeregt. Wir haben gerade relativ guten Vorsprung, also wenn jetzt mich nicht der Blitz erschlägt, dann ist alles gut. Nein, der Blitz wäre Mario Kart. Ihr wisst schon, wenn der Magnet jetzt nicht noch kurz zum Ziel kommt, dann ist alles gut. Hier ist ja der Magnet, der einen so extrem langsam macht. Auf geht's, los! Aber wir haben es easy geschafft. Easy peasy, lemon squeezy. Toll gemacht. Und wieder irgendwas freigeschaltet, sehr schön. Nächstes Rennen. Wow. Worauf war? Wie heißt jetzt der Bürgermeister, was ich in der letzten Folge nicht wusste? Ach, steht er jetzt gar nicht. Bürgermeisterin Gutherz ist klar, aber der komische Bösewicht, der ganz gerne Bürgermeister werden möchte, der das von der Bürgermeisterin Gutherz das Amt übernehmen möchte. Ich habe den Namen vergessen wieder. Deswegen, ich muss nachher echt mal in irgendeiner Storyfrequenz mal gucken, wie der nochmal hieß. Aber ich sag mal, die Kinder, die Paw Patrol gucken, oder auch die Eltern, die wegen ihren Kindern Paw Patrol mitgucken, die wissen ja, was ich meine. Ich spiele einfach nur das Spiel, weil ich das Spiel niedlich finde, also weil ich es echt gut gemacht finde. Weil es mir Spaß macht als kleine Mario Kart-Alternative. Klar, Mario Kart hat man über Jahre gespielt früher auf dem Nintendo, über Jahre.
Und immer wieder, auch im Koop. Und dann, oh, wenn die blaue Schildkröte kam. Wie man geflucht hat und so. Wenn man dann kurz und Ziel, ey, letzte Runde Erster und auf einmal bist du Achter durchs Ziel und so weiter. Gerade wenn man es im Multiplayer gespielt hat, wie man geflucht hat. Da kommt natürlich auch ein Paw Patrol nie im Leben ran, niemals. Aber wie gesagt, so zwischendurch mal so ein bisschen Mario Kart Feeling haben, ist schon ganz nice hier. Also ist wirklich nice hier. Wie gesagt, ich habe ja sogar eine Nintendo Switch, aber von der Switch kann ich ja leider nicht aufnehmen, weil da habe ich auch ein paar coole Spiele drauf, wie Bus Simulator City Ride. Dann halt Truck & Logistics, aber Truck & Logistics kommt ja demnächst auch, soll ja eigentlich noch Ende diesem Monat kommen, aber ich glaube es erst wirklich, wenn es da ist. Aber Truck & Logistics kommt ja noch für PS4 und PS5 auch, also das kommt dann auf jeden Fall auf dem Kanal mal zum Vorschein, denke ich. Ja, im Oktober kommt dann dieses Alaskan Truck Simulator, da weiß ich aber noch nicht, ob ich davon ein Let's Play mache oder nicht. Weil das ist wieder eher was für ein Stream und ihr wisst, Stream kann ich leider nicht. Da verweise ich dann wahrscheinlich eher auf unseren Roman, auf Panicher 12 halt. Wie gesagt, in der Videobeschreibung, in der Videobeschreibung werde ich wieder Roman und Tobi verlinken. Toll gemacht. Und ich gehe davon aus, Alaskan Truck Simulator, da ist ja Roman auch Hype drauf. Dass er sich das dann holt und da geht's Bürgermeister Besserwisser. Doch, Bürgermeister, sage ich doch. Und der Bürgermeister Besserwisser, der möchte ganz gerne den Posten von der Bürgermeisterin Gutherz haben, wenn ich die Story so richtig gerafft habe und verstanden habe. Da können dann die Eltern der lieben Kinder oder auch die Kinder selber, wenn sie das hier gucken, mich gerne drüber aufklären. Aber wie gesagt, ich kenne mich mit Paw Patrol 0 aus. Ich spiele es einfach nur, weil es just for fun, weil es mir Spaß macht. 3, 2, 1, los! Meine geübten Pfoten sind bereit! Ich habe mir ja auch Paw Patrol Honor Wohl gekauft, Paw Patrol Abenteuerstadt, Paw Patrol hier zum Kinofilm, obwohl ich den Kinofilm gar nicht kenne, und ich auch Paw Patrol, wie hieß denn das andere? Irgendwas mit Abenteuerbucht. Also ich habe mir 4 oder 5 Jump'n'Run-Spiele von Paw Patrol, also die storybasierten Games, wo du dann nicht mit Karts oder Autos fährst, die habe ich mir auch geholt. Aber ich denke, die würde es hier auf dem Kanal nicht geben, es sei denn, es kommt jetzt einer und sagt, boah geil, Paw Patrol, du hast noch mehr Paw Patrol-Content, den du zeigen könntest. Ja, ich feiere das gerade voll, auch wenn es Kinder-Content ist. Oder vielleicht habe ich ja jetzt neuerdings wirklich ein paar erwachsene Elternteile, die dann sagen, ey cool, der Kanal ist ja gar nicht mal so schlecht, da kann ich auch meine Kinder drauf loslassen. So von wegen, wenn der noch mehr Paw Patrol zeigt, dann wäre das nice, dann wäre das gut. Also ihr wisst jetzt Bescheid, dass ich noch mehr Paw Patrol Spiele habe, also vielleicht mache ich dann da in der Hinsicht auch was, aber nur vielleicht, weil eigentlich ist mein Kanal ja eher so der Rennspielkanal. Und ja, ich zeige auch manchmal anderen Blödsinn, zumindest in der Angezockt-Playlist. Weil, ihr lacht mich aus, wenn ich euch sage, dass ich auch sowas wie Bibi und Tina-Spiele habe, aber ja, auch die besitze ich. Und bei einem Teil war ich auch im Überlegen, daraus ein Let's Play schon mal zu machen, mal gucken, wie es ankommt, aber da traue ich mich noch nicht so ganz, weil ich dann echt Schiss, ein bisschen Schiss habe, dass ich ausgelacht werde. Andererseits, wenn ich meinem Motto treu bleibe, ich mache, was ich will, wem es nicht passt, der hat Pech gehabt, dann müsste ich es eigentlich machen, ne? Scheiße, das war ein dummer Fehler. Ich habe gedacht, ich komme ganz links vorbei, aber nein, ich kam ganz links nicht vorbei. Oh nein! Oh nein! Ey, jetzt wollen sie mich aber... nein! Ist das jetzt echt meine erste Hardcore-Niederlage? Nein, 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 gib mir ein gutes Zeichen. Ja, spring ihn weg, spring ihn weg. Boah, jetzt wurde ich von dem Teil an die Wand gehauen. Ey, 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 echt das erste Mal noch Vierter. Aber es heißt doch unter die ersten drei, das heißt, ich muss neu starten, oder? Nichts passiert. Rennen neu starten. Genau, es geht nämlich nur weiter, jetzt habt ihr das mal gesehen. Es geht nämlich nur weiter, wenn ihr unter die ersten drei kommt. Ich muss das Rennen also sogar neu starten. Nochmal. Ey, das ist ja cool. Dann müsste ich ja doch in beiden Folgen
gleich viele Rennen gefahren sein, wenn ich das hier wiederholen muss. Okay. Ich bin bereit für ein heißes Rennen. Ah, da bin ich echt gespannt. Wie gesagt, ich habe euch ja in dem ersten Teil hier vom Marshalls Durchgang gesagt, ich bin am Überlegen, ob ich mit dem Charakter, den ich dann als letztes spiele, beim letzten Durchgang auch schwer stelle. Und da könnten wir dann, wenn ich jetzt bei Normal schon mal ein Rennen verlieren kann, könnten wir bei Schwer theoretisch öfters mal einen Neustart haben. Also ich glaube, der eine oder andere freut sich drauf, wenn ich wirklich einen schweren Durchgang mache, glaube ich. Aber gut, bisher ist das Spiel ja wirklich easy. Wir kommen eigentlich immer relativ gut durch. Ich kann mich eigentlich nicht beklagen. War ja auch ein bisschen mein eigener Fehler, dass ich in den Stein reingekracht bin und dadurch so extrem langsam war. Dadurch kam ich ja überhaupt erst in diese Situation. Wenn ich nicht in den Stein gefahren wäre, wäre ich ja gar nicht in die Situation reingekommen. Also von daher alles gut. Und wo wir ja beim Thema Schnee und so waren, was wir ja auch schon mal hatten. Ich liebe ja Schnee, also macht das nichts, wenn ich gerade auf so einer Strecke das versemmeln und nochmal neu machen muss. Ist mir lieber wie auf diesen Staubstrecken. Auf geht's, los, los! Ich bin super aufgeregt! Ja, es rutscht schon mal vorbei, aber macht nichts. Ja, die Wasserbombe hebe ich mir erstmal sicherheitshalber auf, falls ich nochmal überholt werde, dass ich zumindest nochmal kontern könnte. Ja, Konfetti ist nicht schlimm, das macht einen nicht langsamer, das versperrt einen zwar angeblich die Sicht. Aber ich finde, das ist nicht so schlimm mit der Sicht, man kann da relativ gut durchgucken. Na also, geht doch. Warum nicht gleich so, Marshall inklusive Fahrer Maulwurf? Warum nicht gleich so, hä? Ich hab's geschafft! Ja, Marshall, wir haben es geschafft. Ja, mit den Charakteren, ich muss gucken, ob ich die wirklich jetzt wie bisher von links nach rechts alle einzeln abarbeite. Oder nicht, weil ich habe eigentlich schon einen Charakter ausgesucht, mit dem ich ganz gerne zum Schluss auch schwer spielen möchte. Eigentlich habe ich schon einen bestimmten ausgewählt, aber von links nach rechts, dann immer der Reihe nach, dann würde das auch passen. Egal, lasst euch, was das anbelangt, mit den Charakteren einfach überraschen, ob wir da ein bisschen springen oder nicht. 3, 2, 1, ich bin bereit für ein heißes Rennen. Auf geht's, los, los! Auf geht's, los, los! Auf geht's, los, los! Nimm das vor! Also ich muss sagen, meine Lieblingsstrecken sind mehr oder weniger die Schneestrecken. Aber diese hier finde ich auch nice, weil die gibt's nur einmal. Die Schneestrecken, diese komischen Dschungelpisten und auch die Stadtstrecken, die sind ja in den 17 Strecken der Meisterschaft so zweimal auf jeden Fall drin und manche sogar dreimal. Aber die Strecke hier, die ist nur einmal in der ganzen Meisterschaft und auch nur in diese Richtung. Also die Strecke hier rückwärts wäre bestimmt auch nice. Ich hab's!
Bereit oder nicht? Ich starte durch! Also das war jetzt mal ein richtig guter, mega guter Durchgang. Geschafft! Toll gemacht! Du hast das... Pfoten! Kommt schon! Ich... Ja, Strecke 17 von 17, da kommen wir auch schon wieder bei der letzten Strecke des Durchgangs an. Also... Ryder durch, Shave durch und gleich auch Marshall durch. Also die ersten drei von zehn Charaktere haben wir dann durch. 2, 1, los! Bereit für ein heißes Rennen! Whoa, whoa. Fehlen nur noch 7 Charaktere. Ich bin super aufgeregt! Auf geht's, los! Bereit oder nicht? Ich starte durch! Ich bin super aufgeregt! Wow, wow. Auf geht's! Los, los! Ich bin super aufgeregt! Auf geht's! Los, los! Ja, wegen Dienstag, also wenn ihr das hier dann seht, dann für euch dann morgen, wenn ihr das hier seht, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Da kommt dann entweder hier der nächste Charakter, also der nächste Charakter an die Reihe, oder ich komm, mach dann wahrscheinlich wieder 2-3 Folgen hier Rennen mit Ryan, sodass wir Paw Patrol und Rennen mit Ryan weiterhin Abwechsel zeigen, so wie ich das ja letzte Woche auch gezeigt hatte. Ja, Mitte der Woche, wenn meine Umfrage so bleibt bis Mitte der Woche, dann kommt Mitte der Woche ja dann wie gesagt Fernbus-Simulator. Also ich habe mich jetzt halt für Anfang der Woche so entschieden, weil wo ich am Sonntagabend, bevor ich aufgenommen habe, nochmal meine Umfrage geguckt hatte, da stand da gute Idee. Also wo ich euch meinen Wochenplan für die Woche mal genannt habe. Ich habe euch ja zwar nicht genannt, was ich die Woche spiele wirklich, aber ich habe halt geschrieben Mario Kart Klone, Fernbus-Simulator und zum Ende der Woche war ich mir noch ein bisschen unsicher, aber ich habe euch so ein paar Indizien, ein paar Anhaltspunkte gegeben, sodass ihr halt entscheiden solltet oder konntet in einer gewissen Zeit, ob das eine gute Idee ist, mein Plan, eine schlechte Idee ist, oder ob ich einfach weiter random hochladen soll, wie ich es bisher immer gemacht habe, einfach immer das, worauf ich Lust habe. Und da es halt bei 50-50 stand, also zu dem Zeitpunkt, wo ich hier Paw Patrol aufgenommen habe, stand das bei 50-50 die Frage. Da dachte ich, okay, gute Idee. Und weiter random hochladen, so wie ich es quasi immer gemacht habe, ist bei gleich, ist also... Auf geht's, los, los! Wenn die Umfrage sich natürlich während der Aufnahme jetzt hier nochmal geändert hat, dann kann ich das auch nicht so ändern, aber sollte sich die Aufnahme ändern und da irgendeiner jetzt zum Beispiel mit Mitte der Woche nicht einverstanden sein, und dann geschrieben haben, ja, nee, Mitte der Woche würde ich aber lieber das und das sehen. Ja, dann gibt es halt das, was die Mehrheit sich dann gewünscht hat für Mitte der Woche. Also, ich bin da mal gespannt, ob das dann bei Fernbus bleibt. Oder ob jetzt, ich sag mal, Montag, wo jetzt hier dieses Video rauskommt. Und spätestens Dienstag müsste ich ja für Mitte der Woche aufnehmen. Für Mittwoch, Donnerstag, also... Muss ich dann... Kann ich dann halt sagen, je nachdem wie es dann Montagabend oder Dienstagabend die Umfrage steht, dementsprechend entscheide ich mich dann, was Mitte der Woche kommt. Und ja, am Sonntag, also wenn ihr das hier seht, gestern hatte ich mich halt beim Aufnehmen entschieden, was Anfang der Woche kommt. Dementsprechend habe ich halt auf die Umfragewerte schon mitgeachtet. Nicht, dass ihr dann irgendeiner sich beschwert, ey, das stimmt doch gar nicht mehr, wie das in der Umfrage ist. Warum hat denn der Mauer das trotzdem so gemacht? Damit ihr halt wisst, was zustande kommt. Ich muss natürlich sonntags aufnehmen für Montag oder Dienstag oder Montag und Dienstag bestenfalls sonntags aufnehmen, damit ich dann den Anfang der Woche habe. Ja, und Dienstag nehme ich dann meistens auf halt für Mittwochs und Donnerstag und sowas. Und ihr wisst ja, immer alles unter Vorbehalt. Sollte ich mal aus irgendeinem Grund einen Tag es man doch nicht schaffen aufzunehmen oder auch mal einen Tag nicht schaffen vor aufzunehmen
und es kommt mal in der Woche mal kein Video, dann seid mir bitte nicht böse, weil auch ich habe noch ein Real Life. Hatten wir einen Neustart bei der Schneestrecke, ja, damit kann ich leben. Also sind wir wirklich wieder sehr gut durchgekommen. Jetzt ist das doch ein neuer Feuerwehrskin, oder? Ja, aber den werden wir nicht mehr sehen, weil Feuerwehrfahrzeuge haben wir jetzt fertig. Herzlichen Glückwunsch, du bist der... Wow, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen! Ja! Jetzt bin ich bereit für eine pfotenstarke Siegesparty am Strand! Okay, da bin ich mir nicht ganz sicher, weil das hatte ich mich bei Chase auch weggedrückt. Und da dachte ich, Moment, hatte der Chase was anderes gesagt wie Ryder? Also die Story an sich ist 1:1 die gleiche, könnt ihr mir vertrauen. Ich habe ja bei Chase die Anfangsworte mir angehört und dann so, ey, das ist der gleiche Dialog, deswegen habe ich dann bei Chase alles weggedrückt und auch jetzt bei Marshall. Aber bei Chase, ich habe mich am Ende geärgert, weil Chase hat am Ende nämlich mit dem, wo er gewonnen hat, meine ich, auch etwas anderes gesagt wie Ryder. Und deswegen, das was die Hunde jetzt und so, was die von Paw Patrol am Ende sagen, der letzte Spruch, den muss ich glaube ich mit ins Video nehmen, weil die sich da ein bisschen abweichen. Da will ich jetzt aber nochmal... Und dann beim nächsten Durchgang mit dem nächsten Charakter, da drücke ich auch wieder alles weg, außer das Ende. Und dann müssen wir mal aufpassen, ob das wieder mit dem Wuff-Wuff-professionellen Party da am Strand, ob das das gleiche ist oder nicht. Da müssen wir dann echt mal ein bisschen drauf achten. Ansonsten, ja, was ansonsten? Ansonsten, wie immer halt, wenn es euch gefallen hat, ne, dann wisst ihr Bescheid, liken, kommentieren und so weiter für den Algorithmus. Würde mich freuen, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, natürlich auch sehr, sehr gerne abonnieren und die Glocke nicht vergessen. Wie gesagt, es würde mir in dem Kanal sehr weiterhelfen, dass wir noch ein bisschen wachsen können. Wäre natürlich schön. Alles kein Muss, alles auf freiwilliger Basis, ist ja völlig kostenlos. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und wie gesagt, vergesst nicht, die Videobeschreibung auszuchecken. Da sind unsere, ich nenne es mal noch, zwei Partnerkanäle drin. Weil ich überlege ja, Lars da auch wieder mit reinzunehmen, weil er wieder da ist. Habe ich ja, glaube ich, auch in dem Rennen wird rein Video gesagt. Weil das sonst unfair ist, weil Lars hat ja auf seinem Kanal auch die zwei Partnerkanäle, die wir schon haben, unter Kanäle, also unter andere oder ähnliche Kanäle ja auch drin gespeichert und so weiter. Da ich auf meinem Handy in der YouTube Studio App nicht unter andere Kanäle alle Links reinpacken kann, mache ich das dann wieder via Videobeschreibung, dass ihr das halt auch mal wisst. Und da überlege ich, ob ich in Zukunft eventuell Lars mit reinnehme. Aber ich will es einerseits nicht einfach machen, eventuell mit Lars kurz quatschen. Aber ich würde persönlich würde es halt nur fair finden, wenn ihr in Zukunft dann drei Partnerlinks findet. Und dann sehen wir mal weiter. Und dann erstmal wieder schauen, reingehauen. Bis zur nächsten Folge. Euer Maulwurf. Falls ich es in irgendeiner Folge nicht gesagt habe, habt eine angenehme Woche, schönen Wochenstart und dann jetzt aber wirklich bis zum nächsten Mal, euer Maulwurf. Rennen!